Bist du auf Drogen? Das war mein Lieblingsmoment 2023. Kurze Situation. Ich wollte mit meinen Kids in den Herbstferien in den Urlaub fahren. Ich wollte sie aber auch ein bisschen auf den Arm nehmen. Also habe ich ihnen nur erzählt, dass wir während des Trips zur Fastfood-Kette Wendy's in Chelsea gehen. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir in London sind. Nur es gibt halt noch ein Chelsea auf der Welt. Also einen Tag vor Abreise sind wir dann nach Amsterdam gefahren und beim Abendessen am Flughafen habe ich ihnen dann erzählt, wo es wirklich hingeht. Soll ich euch mal ein Rätsel geben? Wir fliegen ja morgen nach London, ne? Aber wir werden keine einzige Nacht in London schlafen. Aber meinen Geburtstag feiern wir ja bei Wendy's in Chelsea. Ne? Was könnte das bedeuten? Außerhalb von London schlafen? Es ist ziemlich außerhalb, sehr außerhalb. Ja, wir sind gar nicht in London. Nee. Nein, wir sind nur, in der Ferien. Nur ein paar Stunden. Danach müssen wir weiter. Also da, wo wir hinfahren, da gibt es Chelsea und Soho und Chinatown. Hä? Und Midtown. Hä? Jetzt sag! Ja. Wie ist die Ferienwohnung jetzt nicht in London, oder? Die Ferienwohnung ist in einem Stadtteil, der heißt Weehawken. Ist aber nicht in England. Hä? Ja, das ist nicht. Was? Das ist nicht in England. Hä? Macht keinen Sinn. Man müsste ja nur mal überlegen. Wie gesagt, wir sind aber trotzdem bei Wendy's in Chelsea an meinem Geburtstag. Du eben. Also. Ja, da wirst du London finden. Aber es gibt halt noch ein Chelsea. Und es gibt noch ein Soho, es gibt noch ein Chinatown. Also ist die Ferienwohnung jetzt nicht in London? Nein, sehr weit weg aus London. Ungefähr 4000 Meilen entfernt von London. Also wird ein bisschen längere Fahrt. Wo gibt es noch Wendy's? Wo gibt Amerika. Es noch Chelsea? Wo gibt es noch Soho? Wo gibt es Midtown? Amerika. Google mal Weehawken. New York. So, wo ist Weehawken? In New Jersey. In New Jersey. Was? In New Jersey. Was? Weehawken ist in New Jersey? Was? Hä? Was? Hä? Hä? Wie? Hä? Was? Ich verstehe es nicht. Was? Was passiert hier gerade? Das ist doch in Hä? Das ist doch in USA. Tatsache. Hä? Also es ist Weehawken, aber das ist in der Nähe von Chelsea und Soho und Midtown und Uptown und Manhattan. Hä, Manhattan? Das ist doch in New York. Das ist ja irre. Sag mal, verarschen wir uns mal so. Gehst du woanders hin? Ja. Hä? Nein, wir fliegen nach London. Das stimmt. Wir fliegen jetzt nach London. Was fahren wir dann? Aber wir bleiben nicht in London. Ich weiß, dass wir nicht in London bleiben, aber doch nicht in Manhattan. Wir sind die Hälfte in London, die Hälfte wieso, in Amerika. Wieso nicht in Manhattan? Das, nee, das ist zu weit, ne? Ich verstehe das nicht. Das wäre irre, oder? Ja. Ja, so ist es. Fliegen nach New York. Oh ja. Nein. Doch. Nein. Also wir fliegen nach London. Und dann nach New York. Ja. Du willst fahren. Nein, das ist eine Umsteigeverbindung. Du sitzt morgen in American Airlines 777. Und nach einer kurzen Nacht im NH-Hotel Schiphol Airport ging es dann auch schon endlich los für uns. Klarer Tipp, das NH-Hotel Schiphol Airport ist wirklich toll. Man hat einen kostenlosen Shuttle-Service vom Airport und zurück alle halbe Stunde. Link zum Hotel findet ihr in der Videobeschreibung. Unser Flug ist eine Umsteigeverbindung, wie ihr schon gehört habt. Es geht erst jetzt mit British Airways nach London und dann nach etwa 7 Stunden geht es weiter von Heathrow zum JFK. Also da steht unsere A320 von British Airways. Nichts Besonderes, einfach ein schöner Flieger. Unterwegs gibt's dann noch ein Getränk und ein kleines Frühstück. Und 45 Minuten später landen wir dann auch schon in Heathrow an Terminal 5. Unser Weiterflug mit American Airlines geht dann von Terminal 3. Man könnte jetzt, ohne durch die Immigration zu gehen, mit einem kleinen Shuttlebus von Terminal zu Terminal fahren. Nervigerweise muss man dann allerdings nochmal durch die Sicherheitskontrolle, was ich vollkommen komisch finde.
Aber gut, was willst du machen? Also wir haben ja, wie gesagt, unsere 7 Stunden. Also nutzen wir noch die Zeit und fahren nach London rein. Mit der Elizabeth Line bzw. mit der Underground bist du in ungefähr 50 Minuten im Stadtzentrum. Dort wollten wir eigentlich zum British Museum gehen, aber da war schon wieder so eine riesige Schlange und dann musst du auch noch da durch den Sicherheitscheck. Und da ich einen ziemlich großen Kamerarucksack dabei habe, werde ich da ziemlich genau gefilzt. Das haben wir dann gelassen, das war uns zu zeitaufwendig. Wir sind dann was frühstücken gegangen, sind dann nochmal über die Regent Street flaniert und sind zu Hamleys gegangen, zu diesem megamäßigen Spielzeugladen und dann schließlich über Piccadilly Circus und Trafalgar Square wieder zurück Richtung Heathrow. An Terminal 3 können wir natürlich jetzt sofort zur Sicherheitskontrolle gehen, denn unsere Bordkarten haben wir natürlich schon in Schiphol bekommen. Ach so, ich habe hier das alles nur in Economy Basic gebucht, das heißt, ich musste mein Gepäck extra zahlen. Das hat mich jetzt umgerechnet 71 Euro gekostet, also es waren American Airlines ruft 75 Dollar auf. Und bingo bongo sind wir durch die Sicherheitskontrolle durch. Das geht in London erstaunlich schnell. Überall steht ein Guide und weist dir den Weg. Und das natürlich mit der britischen Höflichkeit. Ist einfach klasse. Jetzt müssen wir erstmal eine Weile laufen, denn unser Gate ist ziemlich am Ende des Terminalgebäudes. Angekommen siehst du dann auch schon rundherum amerikanische Airlines, also Virgin Atlantic und American, Delta, Air Canada, alles vertreten. Etwa 30 Minuten bevor das Boarding beginnen sollte, hieß es dann auf einmal, es gibt Verzögerung, es verspätet sich, es gäbe ein Problem mit der Maschine. Der Kaufmann in mir freut sich und hofft, dass es länger als 3 Stunden dauert, denn dann kriegst du deine nach Fluggastrechten 600 Euro pro Person. Aber es wird dann doch nur 1 Stunde Verspätung, denn es waren 2 Klos defekt an Bord. Laut Kapitän konnte man 1 reparieren und naja, dann fehlt uns halt eine Toilette. Wir als Deutsche sollten das irgendwie gewohnt sein von der Deutschen Bahn. Da ist ja auch manchmal auf einem 13-teiligen ICE nur 1 bis 2 Toiletten zur Verfügung. Spaß beiseite, ab geht es in die 777-300 von American Airlines. Vorbei an der wunderschönen, aber sehr seltsam konfigurierten Business Class. Ich habe versucht, im Vorfeld diesen Flug abzugraden mit Meilen, denn ich habe eigentlich noch genug Meilen zur Verfügung gehabt. Aber es sollte leider nicht sein. Ich hätte leider nur die Möglichkeit gehabt, die Business-Class-Sitze zu kaufen. Da wollte American Airlines doch tatsächlich für 3 Leute 19.000 Euro haben. Und wenn ich 19.000 Euro für Business-Class-Sitze bestelle, nehme ich einen Inbusschlüssel mit und nehme die nachher mit nach Hause. Egal, weiter ab nach hinten in die Holzklasse. Wir haben heute Reihe 37, Sitze A, B, C. Und wenn man so durch diesen Flieger geht, sieht man schon, dass es wirklich eng bestuhlt ist, beziehungsweise es wirkt sehr eng bestuhlt. Aber man hat schließlich 79 cm Beinfreiheit, was für einen Langstreckenflug ziemlich in Ordnung ist. Das Einzige, was mich stört, und das liegt aber auch daran, dass ich 1,88 Meter groß bin, ist, dass die Rückenlehne bzw. der Sitz eigentlich ziemlich niedrig ist. Also ich kann meinen Kopf nicht anlehnen, der hängt hier oben drüber. Da war der Sitz in der kleinen A320 heute Morgen doch viel bequemer für mich. Denn auch die Kopfstütze lässt sich nicht höhenverstellen. Lediglich diese 2 kleinen Ohren an den Seitenteilen lassen sich etwas abknicken. Egal, egal, man hält es schon aus. Jetzt mit ungefähr 1,5 Stunden Verspätung starten wir unseren Flug Richtung JFK. Glücklicherweise haben wir dank guter Winde eine verkürzte Flugzeit und werden trotzdem pünktlich landen. Und jetzt genießt erstmal den Start. Was hat uns denn dieser Sitz zu bieten? Lasst uns darüber mal sprechen. Also jeder bekommt natürlich seine, ich glaube es sind 79 cm Beinfreiheit im Vergleich, wenn ihr mal im A380 gesessen habt von Singapore Airlines, die haben 81 cm. Die neue Lufthansa Allegris Kabine, Video in der Infobox, wird ähnlich bestuhlt sein, also natürlich die Economy. Dazu gibt es, obwohl das hier jetzt ein Tagflug ist, also wir werden den ganzen Tag Sonnenlicht haben, eine kleine Decke und ein kleines Kissen für jeden Fluggast. Dann haben wir natürlich
natürlich den obligatorischen Klapptisch für die Menüs, die es an Bord gibt und selbstverständlich einen Entertainment-Bildschirm. Touchscreen, obwohl man eine ziemlich wuchtige Fernbedienung auch im Sitz verbaut hat. Unterhalb des Bildschirms sind dann noch Kopfhöreranschlüsse und ein USB-A-Port sowie eine Universalsteckdose. Achso, Kopfhörer müsst ihr natürlich keine selbst mitbringen, die werden von der Crew kurz vorm Start verteilt. Und sobald wir dann schon auf Reiseflughöhe sind, geht es dann auch schon los mit dem Mittagessen. Man konnte bei uns wählen zwischen Chicken oder Pasta. Nach dem Essen war es dann Zeit für etwas Entertainment. Und da hat American Airlines wirklich was zu bieten. Es gibt wirklich eine riesige Auswahl an aktuellen und auch alten Filmen, sogar auf Deutsch. Jetzt im Oktober gab es sogar eine extra Halloween-Kategorie mit schönen Horrorfilmen, aber auch mit so schönen Klassikern wie Scary Movie 1. Ich habe dann den Rest des Fluges mit schönen Filmen verbracht. Ich konnte mir den neuesten John Wick anschauen, den neuesten Teil der Scream-Reihe und mein absoluter Favorit, Cocaine Bear. Den wollte ich mir sogar noch 2 Tage vorher extra bei Amazon ausleihen. Sprechen wir doch mal über den Preis. Ich habe diese Flüge für 3 Leute gebucht, also mich und meine beiden Kinder, im Economy Basic Tarif, also ohne Sitzplatzwahl oder Freigepäck, und es hat 1.200 € gekostet, also 400 € pro Person. Dazu kommen noch etwa 90 € für die Sitzplatzreservierung. Ich habe die Sitze von London zum JFK extra reservieren lassen. Und wie schon am Anfang gesagt, habe ich nochmal 71 € für einen großen Koffer bezahlt. Gefunden habe ich das Ganze über Google Flights, bei Skyscanner und anderen Plattformen waren die Preise alle höher, beziehungsweise ging es da nur mit so Anbietern wie Play Airlines über Reykjavik mit sehr vielen versteckten Kosten und es wäre am Ende viel, viel teurer geworden. Wenn ihr noch nach günstigen Flügen sucht, schaut doch immer mal wieder bei Google Flights vorbei. Das habe ich jetzt zum ersten Mal benutzt und war ziemlich begeistert. Oder schaut auch mal gerne bei Norse vorbei. Norse bietet Direktflüge von Berlin nach New York oder auch nach Florida. Jetzt im Winterflugplan, meine ich, haben sie Berlin leider etwas ausgeklinkt. Aber das kommt ja sicherlich nächstes Jahr wieder. Ein Video zur Erfahrung, sogar in der Premium Economy von Norse, könnt ihr in der Infobox finden. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und wo wir schon noch gerade bei Schleichwerbung sind, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, meinen Kanal zu abonnieren? Es kommen jetzt in den nächsten Wochen noch ein paar Videos aus den USA, aber ich werde auch diesen Kanal immer weiter wieder aufbauen mit deutschsprachigen Videos zu meinen ganzen Trips rund um Europa. Ihr könnt ja schon mal bei meinem englischsprachigen Kanal Reens Rails vorbeischauen und schauen, was es da so alles schon gibt und mir vielleicht hier in die Kommentare schreiben, welches Video ihr gerne auf Deutsch haben würdet. Das würde mich wirklich mega freuen. So, und in der Zwischenzeit ist viel Zeit vergangen und wir haben begonnen mit dem Landeanflug auf New York JFK. Pünktlich um 18.30 Uhr setzt die Maschine auf und rollt zum Gate. Immigration war an diesem Samstagabend in Ordnung, wir mussten gerade mal 2 Stunden anstehen und wurden auch nicht allzu lange befragt. Alles in Ordnung, alles in Butter. Jetzt geht es raus aus dem Flughafen und ab nach New Jersey mit dem neuen Anbieter Revel. Zu diesem Rideshare-Dienst wird es in der kommenden Woche ein neues Video geben. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Bis dann. Bye bye.